Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns Details der Komponente Materialwirtschaft anschauen. Sie haben jetzt schon die Fallstudie durchgeführt für die Materialwirtschaft und haben jetzt ein erstes Gefühl dafür, wie die verschiedenen Prozesse, insbesondere der Einkaufsprozess, funktioniert. Was wir jetzt machen, ist ähnlich zu dem, was wir in dem Bereich Vertrieb durchgeführt haben. Ich werde mir bestimmte Bereiche aus der Komponente Materialwirtschaft rausgreifen und diese Teilprozesse im Detail mit Ihnen analysieren. Den Einstieg bildet an dieser Stelle der Materialstamm. Wir schauen uns insbesondere nochmal die Konditionen und die Bewertung in der Buchhaltung im Materialstamm an. Das Ganze machen wir direkt im SAP-System. Ich gehe in die entsprechende Transaktion, das ist die MM03 zur Anzeigen eines Materialstamms. Und wir verwenden hier das Materialkettenschloss, das Sie im Rahmen der UCC-Fallstudie angelegt haben. In diesem Material analysieren wir jetzt insbesondere die Konditionen und die Buchhaltungsdaten. Aus dem Grund wähle ich hier den Vertrieb aus und die Sicht der Buchhaltungsdaten. Bevor wir die entsprechenden Sichten anzeigen können, müssen wir als erstes wie immer die entsprechenden Organisationsdaten auswählen. Das ist in diesem Fall das Werk in Miami. Und ich wähle jetzt im ersten Schritt die Verkaufsorganisation US East und den Vertriebsweg Wholesale aus. Als erstes analysieren wir jetzt die Konditionen. Sie können sich vielleicht daran erinnern, dass Sie im Rahmen der Anlage dieses Materials verschiedene Konditionen für die verschiedenen Vertriebswege vergeben haben. Ich habe jetzt gerade die Verkaufsorganisation US East, also USA Osten, und den Vertriebsweg WH Wholesale, also Großhandel, ausgewählt. Für diesen Vertriebsbereich haben wir in dem Material einen Preis von 69 US-Dollar gepflegt. Wenn wir jetzt die Organisationsebenen wechseln und auf die Verkaufsorganisation Westen der USA wechseln und uns nochmal die Konditionen ansehen, erkennen Sie hier, dass für den Vertriebsbereich US West und Wholesale der Betrag von 65 US-Dollar gepflegt ist. Ja, und hier dran sehen Sie schon die Möglichkeiten, in verschiedenen Vertriebsbereichen unterschiedliche Konditionen zu hinterlegen. Das hatte ich auch im Modul SD schon mal erwähnt. Das Ergebnis davon wird man jetzt ganz einfach sehen. Ich lege jetzt einfach mal einen Kundenauftrag an. So, ich lege jetzt einen Terminauftrag an. Dafür muss ich mir als erstes einen Kunden suchen im Osten der USA mit meinem Suchbegriff und das Land sollte US sein. Im Osten der USA befindet sich zum Beispiel Boston. Ich muss noch eine Bestellnummer eingeben. Nicht wieder mal Demo. Das Material, das wir verwenden wollen, ist das Kettenschloss und eine Auftragsmenge von 50 Stück. Und wir sehen, dass entsprechend direkt jetzt ein Nettowert ermittelt wurde. Und wenn wir jetzt diesen Position im Detail angucken, sehen wir in den Konditionen, dass die Konditionsart PR00, also der Nettopreis, 69 US-Dollar ist. Und das ist genau der Preis, der aus dem Material ermittelt wurde. Ich lege jetzt nochmal einen neuen Auftrag an mit den gleichen Daten. Der einzige Unterschied ist, dass der Auftraggeber dieses Mal im Westen der USA sitzen soll. Also der ist der anderen Vertriebsorganisation zugeordnet. Im Westen der USA befindet sich zum Beispiel Seattle. Ich verwende wieder das gleiche Material sowie die gleiche Auftragsmenge. Und Sie sehen hier schon direkt, dass der Preis abweichend ist. Wenn wir jetzt in der Position uns die Konditionen näher anschauen, erkennen Sie an dieser Stelle, dass jetzt der entsprechende Preis aus der entsprechenden Kondition gezogen wurde, die jetzt für den Vertriebsbereich US East Wholesale gilt.
Den zweiten Bereich, den wir uns im Materialstamm noch anschauen werden, ist die Bewertung. Hierzu wähle ich jetzt wieder das Werk in Miami aus. Und Sie erkennen im Reiter Buchhaltung, den ich jetzt ausgewählt habe, im Bereich aktuelle Bewertung die aktuelle Bewertung des Materials. Was wir hier insbesondere sehen, ist zum einen die Preissteuerung. Die Preissteuerung steht auf V. V steht für gleitender Durchschnittspreis. Demgegenüber steht der Standardpreis. Der Unterschied an dieser Stelle ist, dass der Standardpreis für eine bestimmte Periode festgelegt ist. Der gleitende Durchschnittspreis hingegen wird mit jedem Materialzugang, also beim Buchen eines Wareneingangs, immer neu berechnet. Wie das gemacht wird, schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an. So, was sehen wir hier? Das ist nochmal aus den Folien entnommen und ich habe das hier wieder in unser Miro-Board gepackt, die kurze Beschreibung des gleitenden Durchschnittspreises. Der gleitende Durchschnittspreis berechnet sich zu jedem Zeitpunkt aus dem Materialwert, dividiert durch den Materialbestand und, wie ich eben schon gesagt habe, er wird bei jedem neuen Wareneingang aktualisiert. Das Ganze macht man sich am besten an einem Beispiel klar. Wir nehmen jetzt mal an, dass Global Bike zum Beispiel in dem Werk in Dallas 1000 Helme auf Lager hat und der aktuelle Warenbestand ist 35.000 US-Dollar wert. Somit ergibt sich ein gleitender Durchschnittspreis von 35 US-Dollar für diese Helme. Wenn jetzt Global Bike nochmal 1000 Helme beschafft, dieses Mal jedoch zu dem Preis von 30 US-Dollar, dann wird der gleitende Durchschnittspreis berechnet, indem ich die Summe der Werte, der Materialwerte bilde und durch die Menge der Materialien dividiere. Somit ergibt sich in diesem Fall dann ein gleitender Durchschnittspreis aus den 65.000 US-Dollar Materialwert geteilt durch die 2.000 Stück. Und damit bin ich dann bei einem gleitenden Durchschnittspreis von 32,5 US-Dollar. Das Ganze können wir uns jetzt auch einmal an dem Beispiel unseres Kettenschlosses überlegen. Ja, aktuell haben wir 200 Stück auf Lager. Diese 200 Stück wurden zu einem Preis von 32 US-Dollar beschafft. Somit ist aktuell der gleitende Durchschnittspreis 32 US-Dollar. Der Materialwert, den wir auf Lager haben von diesem Kettenschloss, ist somit 6.400 US-Dollar. So, jetzt überlegen wir uns, wie der gleitende Durchschnittspreis sich entwickelt, wenn im nächsten Schritt 100 Stück dieses Materials jetzt allerdings zu einem Preis von 26 US-Dollar beschafft werden. Und die entsprechende Rechnung, die habe ich hier mal vorbereitet, ist natürlich recht einfach. Also, wir berechnen den aktuellen Materialwert, wir berechnen den Materialwert der neu beschafften Teile, der neu beschafften Schlösser. Somit haben wir einen Summenmaterialwert 6.400 US-Dollar plus 2.600 US-Dollar, das sind 9.000 US-Dollar. In Summe haben wir 300 Stück auf Lager, nämlich die 200, die schon existieren und die 100, die hinzugekommen sind. Somit ergibt sich der gleitende Durchschnittspreis aus 9.000 US-Dollar durch 300. Und wir haben einen gleitenden Durchschnittspreis von 30 US-Dollar. Das Ganze verifizieren wir jetzt auch einmal in unserem SAP-System. Also wir sehen hier, der gleitende Durchschnittspreis aktuell 32 US-Dollar. Was ich jetzt machen werde, ich werde einfach eine Bestellung anlegen. Für unsere Einkaufsorganisation in der USA. Die Einkäufergruppe ist Nordamerika, Buchungskreis ist US. Es geht um das Material Chainlock 1000. Wir werden eine Bestellmenge von 100 bestellen. Wir müssen jetzt noch ein Lieferant eingeben. Der Lieferant ist den Lieferant, den ich vorher auch angelegt habe. Was Sie jetzt hier schon sehen, es wurde direkt ein Nettopreis vorgeschlagen.
Der kommt aus dem Einkaufsinfosatz. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber wir wollen jetzt eben 26 US-Dollar als Preis eingeben, weil wir diesmal günstiger beschafft haben. Ich muss noch das Werk eingeben und danach den Lagerort Miami, und das sollen den Lagerort Trading Goods. So, das noch einmal korrigieren. Jetzt ist unsere Bestellung vollständig und wir können die speichern. Und das nächste, was ich jetzt tun muss, ist den Wareneingang buchen. Wareneingang zur Bestellung. Das ist die Bestellung, die ich gerade angelegt habe. Die Bestellung, die ich gerade angelegt habe, wird mir jetzt hier auch angezeigt. Ich habe die Daten daraus übernommen. Die Menge ist okay. Und damit sollte ich den Wareneingang buchen können. Der Materialbeleg wurde jetzt gebucht. Das sehen wir insbesondere auch hier unten mit dem Hinweis. Und jetzt sollten wir erkennen, dass der Material, der gleitende Preis im Materialstamm sich verändert hat auf die von uns zuvor berechneten 30 US-Dollar. So, schauen wir uns das Material im Werk in Miami an. Und tatsächlich erkennen wir jetzt hier im Bereich aktuelle Bewertung, dass der neue gleitende Durchschnittspreis 30 US-Dollar ist. Und damit unser Gesamtbestand eine Bewertung von 9000 US-Dollar hat. Einen weiteren Punkt möchte ich Ihnen im Materialstamm noch zeigen. Sie können sich vielleicht daran erinnern, dass Sie in den Zusatzdaten mehrsprachig die Bezeichnung des Kettenschlosses gepflegt haben. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Welche Auswirkungen hat das? Das hat zwei Auswirkungen. Zum einen, wenn ich mich in englischer Sprache anmelde, wird mir als Benutzer diese Bezeichnung als Kettenschloss oder Chainlock angezeigt. Die andere Auswirkung ist aber auch die Kommunikation mit meinen Lieferanten. Als Beispiel öffnen wir jetzt mal den Lieferanten, den ich angelegt habe, mit seinen allgemeinen Daten. Und wichtig ist hier, dass ich die Kommunikationsdaten, die Sprache auf Englisch gestellt habe. So, im nächsten Schritt lege ich jetzt eine Anfrage für diesen Lieferanten an. Es geht wieder um das Material Chainlock 1000. Wir brauchen jetzt eine Menge von 100 Stück. Das Ganze soll wieder in das Werk in Miami, in den Lagerort Trading Goods. Ich klicke jetzt hier mal die Bezugsquellenfindung an, und wenn ich das jetzt gleich bestätige, dann sehen Sie hier, dass der Lieferant, den ich angelegt habe, automatisch gefunden wird. Woher kommt das? Das kommt daher, dass in dem Moment, wo wir diesen Angebotsprozess inklusive einer Ausschreibung einmal durchgeführt haben, im Ergebnis ein Einkaufsinfosatz angelegt wurde. Und dadurch, dass ich jetzt hier die Bezugsquellenfindung angehakt habe, wird jetzt im System geschaut, ob es eben einen Einkaufsinfosatz gibt für dieses Material. Für dieses Material wurde ein Einkaufsinfosatz gefunden, genau einer, das ist dieser Lieferant, und deshalb wird mir der Lieferant hier vorgeschlagen. So, als erstes suche ich mir meine Bestellanforderungen. Es geht jetzt hier um die Bestellanforderungen zu einem bestimmten Material. Ich lasse die Bestellanforderungsnummer auch mal stehen, da wird genau eine gefunden. Die entsprechenden Inhalt kann ich jetzt übernehmen. Sie wissen, an der Stelle könnte ich mir jetzt auch die Sicht etwas einstellen. Ich kann festlegen, ob zum Beispiel der Name des Materials oder des Lieferanten gezeigt wird. Das lasse ich jetzt an der Stelle mal. Ich übernehme die Position. So, die entsprechenden Daten wurden übernommen. Ich bekomme nochmal die Warnung, dass das Lieferdatum wahrscheinlich nicht gehalten werden kann, wenn es auf den heutigen Tag ist. Das übergehe ich jetzt aber an der Stelle einmal. Und was ich Ihnen jetzt zeigen wollte, befindet sich hinter dem Knopf Druckansicht. Wenn wir jetzt auf die Druckansicht gehen, sehen Sie hier, dass dieses komplette Dokument, also diese komplette Bestellung, jetzt hier in englischer Sprache verfasst ist. Ja. Insbesondere sehen wir auch, dass hier der Text Chainlock verwendet wird,
und nicht Kettenschluss. Ja, und die Ursache dazu ist eben, dass wir die Kommunikationssprache auf Englisch gepflegt haben und dann entsprechend der englische Text gezogen wird. Die Änderung kann ich Ihnen auch relativ einfach zeigen, darstellen. Wir speichern jetzt diese Bestellung nicht, sondern gehen wieder zurück zum Lieferanten. Und ändern jetzt die Kommunikationssprache auf Deutsch. Und jetzt mache ich wieder genau das Gleiche. Ich lege mir eine neue Bestellung an aus der Bestellanforderung heraus, indem ich die Position hier kopiere. Und wenn wir jetzt in die Druckansicht wechseln, sehen Sie, plötzlich ist das Dokument jetzt auf Deutsch. Also, ich sehe hier Bestellung und ich sehe weiter unten die Bezeichnung des Kettenschlusses. Also hier erkennen Sie nochmal, wie diese Daten zusammenspielen, die Kommunikationssprache des Kunden oder in diesem Fall des Lieferanten und die Sprache, die ich zum Beispiel für ein Material gepflegt habe, spielen eben zusammen und werden dann verwendet, wenn zum Beispiel ein Dokument erzeugt wird, wie in diesem Falle ein Bestelldokument. Der nächste Teilprozess, den wir jetzt anschauen, ist die Bezugsquellenermittlung. Dazu verwende ich jetzt ausnahmsweise mal Folien. Ja, bei der Bezugsquellenermittlung können wir zwischen interner und externer Beschaffung unterscheiden. Interne Beschaffung ist zum Beispiel eine Umlagerungsbestellung aus einem anderen Werk. Also, Sie haben verschiedene Werke. In einem Werk ist ausreichend Material verfügbar, in dem anderen Werk wird es gebraucht. Dann können Sie von dem einen Werk in das andere Werk umlagern. Sowas wäre eine interne Beschaffung. Eine externe Beschaffung ist klassisch Beschaffung vom Lieferanten, das, was Sie auch im Rahmen der Fallstudie durchgespielt haben. Die Bezugsquellenermittlung, auf die wir jetzt eingehen, fokussiert oder wir schauen uns jetzt im nächsten Schritt die externe Bezugsquellenermittlung an und dazu gibt es verschiedene Schritte, die im System durchgeführt werden. Diese Schritte basieren auf unterschiedlichen Stammdaten. Dazu gehören Rahmenverträge, haben wir noch nicht gesehen, Einkaufsinfosätze, Quotierungen oder Orderbuch. Bis jetzt haben wir nur die entsprechenden Einkaufsinfosätze gesehen. Die anderen drei Stammdaten, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, die gibt es eben. Mit einem Rahmenvertrag kann ich eben festlegen, dass ich einen Rahmenvertrag mit einem Lieferanten habe, über eine bestimmte Menge zum Beispiel. Das geht aber an dieser Stelle zu weit. Was passiert jetzt im System bei der Bezugsquellenermittlung? Die Bezugsquellenermittlung geht nacheinander verschiedene Schritte durch. Im ersten Schritt wird geprüft, ob eine Quotierung existiert. Wenn eine Quotierung existiert, die den Gültigkeitszeitraum der Bestellung abdeckt, dann wird die Bezugsquelle auf Basis der Quotierung ermittelt. Ist das nicht der Fall, wird in einem zweiten Schritt geprüft, ob es ein Orderbuch gibt. Ja, ob es zu dem Material einen Eintrag im Orderbuch gibt, dessen Gültigkeitszeitraum auch die Bestellung abdeckt, dann erfolgt die Bezugsquellenermittlung auf Basis des Ordertuchs. Falls auch das nicht funktioniert, werden im letzten Schritt Rahmenverträge sowie Einkaufsinfosätze gepflegt. Falls auch das nicht funktioniert, werden im letzten Schritt Rahmenverträge und Einkaufsinfosätze geprüft. Das kann zu verschiedenen Ergebnissen führen. Über eine Prüfung zum Beispiel von Einkaufsinfosätzen kann es passieren, dass mehrere Bezugsquellen gefunden werden. Und wenn das der Fall ist, muss eben ein Benutzer auswählen. Gerade hatte ich Ihnen gezeigt, was passiert, wenn genau ein Einkaufsinfosatz vorhanden ist, dann wird nur eine Bezugsquelle ermittelt und die wird einfach in der Bestellanforderung oder in der Bestellung hinterlegt. Den komplexen Prozess, den Sie im Rahmen des Praktikums durchgeführt haben, im Rahmen der Fallstudie, einer Ausschreibung, den führt man nur durch, wenn keine
Bezugsquelle ermittelt werden konnte. Also wenn zum Beispiel ein Material beschafft wurde, für das wir noch keinen Lieferanten gefunden haben. Ja, nur dann wird dieser aufwendige Prozess mit dem Versenden von Anfragen, dem Einholen von Angeboten und dem Bewerten von Angeboten durchgeführt. Was da passiert, das haben Sie gesehen. Sie haben verschiedene Angebote im System gepflegt und haben diese Angebote dann mit dem Angebotspreisspiegel verglichen. Hier unten in der Folie sehen Sie jetzt auch einen Screenshot des Angebotspreisspiegels. Das sollte bei Ihnen ganz ähnlich ausgesehen haben. Was man jetzt hier sieht, ist zum einen ja, der Mittelwert über alle Angebote, der berechnet wurde. Und man sieht eben den Wert der einzelnen Angebote, den Preis der einzelnen Angebote und eine prozentuale Berechnung in Abhängigkeit des Mittelwerts. Also in diesem Fall sind 32 US-Dollar rund 93% des Mittelwerts von 34 US-Dollar. Und im Ergebnis haben Sie schlussendlich ja, diese beiden Angebote abgelehnt und dieses Angebot gewählt. Wir haben jetzt hier den Preisspiegel verwendet zum Vergleich. Im Rahmen der Ausschreibung kann man sehr feingranular Vergleiche der Angebote durchführen auf Basis verschiedenster Informationen. Für dieses Praktikum und für diese Einführung reicht es aus, wenn wir uns nur mal den Preisspiegel anschauen. So, damit kommen wir zu dem nächsten Bereich, das sind die Bestände. Bestände haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Sie haben schon mehrfach die Transaktion, zum Beispiel MMBE, verwendet, um sich eine Bestandsübersicht, zu einem Material anzuzeigen. Ich führe die jetzt hier mal aus für unser Material Kettenschloss. Und dann sieht man, dass dieses Material in dem Werk in Miami vorrätig ist, dort in dem Lagerort Trading Goods, ja, und in sonst keinem Werk. Bei den Beständen ist wichtig zu verstehen, dass die Bestandsführung auf verschiedenen Ebenen erfolgt. Ja, das ist zum einen auf der Ebene Charge, wenn es keine Chargen gibt, Lagerorte, oder eben Sonderbestände werden auf Werksebene geführt. Das Ganze haben Sie schon gesehen, zum Beispiel im Kundenauftragsbestand sehen Sie nicht auf einem Lagerortsebene, sondern sehen Sie auf der Werksebene. Ja, das Ganze können wir uns jetzt mal anschauen. Ich lege mal schnell einen Kundenauftrag an für wieder das Material Chainlock. Die Auftragsmenge soll 50 Stück sein. Ich brauche einen Auftraggeber. In der USA. Diesmal nehmen wir mal die Motown Bikes in Detroit. Und ich lege als Wunschlieferdatum, na, verwenden wir mal den 15.11. Damit kann ich jetzt diesen Terminauftrag speichern und dann können wir uns jetzt die Bestandsübersicht anschauen zu diesem Material. Wir sehen, es sind nach wie vor 300 Stück im frei verwendbaren Bestand. Allerdings, wenn ich jetzt auf dem Werk in Miami einen Doppelklick mache und hier ein Stück nach unten scroll, sehe ich den Sonderbestand der Kundenaufträge über 50 Stück, der eben auf Werksebene geführt wird. So, dass dieser Sonderbestand auf Werksebene und nicht auf Lagerortebene geführt wird, erkennen wir daran, dass ich eben beim Doppelklick auf die Lagerortsebene hier keinen Kundenauftragsbestand finde. So, und damit kommen wir jetzt zu einem etwas größeren Punkt. Es geht um Bedarfe. Ich habe schon in der Einführung zu der Komponente erwähnt, dass ein Bedarf ein Bewegungsdatum ist. Wie schaut man sich die Bedarfe an? Die sieht man am besten in der Transaktion MD04, der Bedarfsbestandsliste. So, ich verwende jetzt mal irgendein
Material, von dem ich weiß, dass eigentlich nichts passiert sein sollte im System. Ich nehme mal diese NiPads 1500. Ich hoffe mal, dass damit keiner gearbeitet hat, in dem Werk in Miami. Ah, hier sehen wir in der Bedarfsbestandsliste, die ist eigentlich leer. Ich sehe in der Bedarfsbestandsliste eine verfügbare Menge von 0, also es gibt nichts auf Lager. Was ich außerdem hier erkenne, sind zwei Dinge, nämlich ich sehe die sogenannten Dispositionselemente. Dispo-Element ist hier dargestellt. Das Dispo-Element Bestand ist die Abkürzung für den Bestand. Das ist der aktuelle Bestand zum folgenden Tagesdatum. Ja, also das ist jetzt mal sehr einfach. Und alles das, was an Bedarfen existiert, werden wir hier in der Bedarfsbestandsliste sehen. Um Ihnen das jetzt noch mal zu zeigen, wechsle ich jetzt mal zu einem anderen Material. Ich wechsle nämlich jetzt zu unserem Material Chainlog. Ja, für das Material ist einiges schon passiert. Ich habe das beschafft. Ich habe gerade auch noch mal einen Kundenauftrag dazu angelegt. Schauen wir uns jetzt mal an, wie die entsprechende Bedarfsbestandsliste aussieht. Als erstes sehen wir, dass heute der aktuelle Materialbestand 300 Stück ist. Ja, ich habe genau wie Sie die Fallstudie durchgespielt und gerade noch mal 100 von diesen Materialien eingekauft, 100 Stück, um das Beispiel mit dem gleitenden Materialpreis durchzuführen. Zum 22.10. gibt es außerdem eine Bestellanforderung, die dazu führen wird, dass wir einen Materialzugang von 100 Stück haben. Zugang deshalb, weil das Vorzeichen positiv ist. Im Ergebnis wird dann die verfügbare Menge am 22.10. 400 Stück sein. Und zusätzlich gibt es auch noch ein Dispositionselement Kundenauftrag. Der Kundenauftrag zum 9.11.2020, das ist das Materialbereitstellungsdatum. Wie das Materialbereitstellungsdatum berechnet wird, haben wir schon gesehen. Führt dazu, dass wir einen Abgang von 50 Stück haben und nach dem 9.11. dann eben noch einen Bestand von 350 Stück. Ja, und alles das erkennt man in der Bedarfsbestandsliste. Also man sieht hier die verschiedenen Bedarfe aus ganz verschiedenen Komponenten zusammengeführt für ein Material. Das Ganze kann natürlich auch etwas komplexer werden. Ich habe hier jetzt mal was vorbereitet. Ich gehe jetzt wieder zurück. Wir verwenden jetzt ein anderes Material, nämlich das Bike DXTR 1500 in einem anderen Werk, in dem Werk in Dallas. Der Unterschied ist, dass dieses Material nicht beschafft wird, das ist keine Handelsware, sondern das wird hergestellt von Global Bike und Produktion findet nur in Dallas statt. Deshalb habe ich das in Dallas vorbereitet. So, und wenn wir uns hier die Bedarfsbestandsliste anschauen, dann ist die schon deutlich komplexer. Was erkennen wir hier? Wir erkennen zum einen, dass es zum heutigen Tag wieder einen bestimmten Bestand gibt. 250 Stück. Es gibt dann weiterhin das Element Ende Fixierungshorizont. Der Fixierungshorizont ist ein Zeitraum, in dem durch Hintergrundprozesse keine Änderungen an der Planung erfolgen. Was heißt das? Permanent passiert in so einem ERP-System etwas. Es kommen Bestellungen hinzu, also Materialien gehen weg zum Kunden. Es kommt aus der Produktion Material wieder ins Lager. Das führt dazu, dass sich natürlich diese Bedarfsbestandsliste permanent ändert. Es gibt permanent neue Bedarfe, permanent werden Bedarfe befriedigt. Und es gibt eben entsprechende Hintergrundprozesse üblicherweise, die regelmäßig Planungsläufe durchführen. Wenn man jetzt in diesen Hintergrundprozessen immer auch alles ändern würde ab, ja, dem heutigen Zeitpunkt, einem aktuellen Zeitpunkt, ja, dann wäre die Planung nie irgendwie stabil. Die würde sich permanent anpassen. Und genau dafür ist der Fixierungshorizont zuständig. In diesem Zeitraum wird ein automatischer Prozess nichts an der Planung ändern, sondern das kann dann nur manuell durch den Anwender geschehen. Wir sehen bei uns hier, zwischen dem aktuellen Bestand und dem Ende des Fixierungshorizontes passiert nichts. Also, da ist erstmal, ja, keine Notwendigkeit, dass da auch irgendwas geändert werden sollte. So. Weiterhin sehen wir, dass es hier so eine Reihe von VP-BED gibt. Dispo-Elementen, das sind
Bedarfe, die aus der Vertriebsplanung resultieren. Also ich habe für das Material eine Vertriebsplanung angelegt, für eine bestimmte Menge, im November 100, Dezember 150 Stück, Januar 150 Stück und Februar dann 200 Stück. Ja. Und danach, nachdem ich diese Planung angelegt habe, die werden wir auch noch detailliert analysieren, sobald wir uns die Komponente Produktionsplanung anschauen, habe ich auch einen Materialplanungslauf durchgeführt. Und der hat dazu geführt, dass jetzt hier sogenannte Planaufträge erzeugt wurden. So, was heißt das? Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sehen, wir haben einen aktuellen Bestand von 250. Aus der Vertriebsplanung resultiert ein Bedarf von 100 Stück im November. Dieser kann immer noch aus unserem Bestand befriedigt werden, weil, wenn die 100 abgehen, haben wir immer noch 150 Stück auf Lager. Im Dezember habe ich ein. Im Dezember resultiert aus der Vertriebsplanung ein Bedarf von 150 Stück. Ja. Das führt dazu, dass wir im Dezember jetzt einen Bestand Ende des Monats von 0 haben. Im Januar habe ich einen Vertriebsbedarf von 150 Stück geplant. Der kann jetzt aus unserem aktuellen Bestand nicht mehr befriedigt werden. Stattdessen hat jetzt der Planungslauf dazu geführt, dass hier ein sogenannter Planauftrag erzeugt wurde. Und der Planauftrag hat genau die 150 Stück als Menge, die dann zu einem Zugang von 150 Stück führen würde. Also dieser Planauftrag wird dafür sorgen, dass am 01.01.2021 150 Stück ins Lager kommen. Planaufträge werden wir uns noch im Detail angucken. Also ein Planauftrag kann zum Beispiel in einen Fertigungsauftrag für die Produktion münden oder weil dieses Material hier eigen- und fremdbeschafft, also das X im Materialstamm hat, könnten wir das auch in eine BANF, also in eine Bestellanforderung, umwandeln. Und dann wären wir wieder in dem klassischen Einkaufsprozess, den wir jetzt im Praktikum oder den Sie im Praktikum durchgeführt haben. Ja, und so geht das dann hier einfach weiter. Es gibt dann eben nochmal einen Vertriebsplan, einen Vertriebsbedarf von 200 Stück und dieser wird dann eben wieder durch einen entsprechenden Planauftrag befriedigt. In Summe erkennen wir jetzt hier, dass es in irgendeinem Bestand gibt und außerdem Bedarfe, die aus verschiedenen Komponenten resultieren, hier in der Bedarfsbestandsliste gebündelt werden. Wir sehen hier einen Bedarf aus der Vertriebsplanung. Wir sehen eben einen Planauftrag, der einen Bedarf befriedigt. Dieser Planauftrag kommt aus der Komponente Produktionsplanung. Wir werden hier aber auch genauso eine Bestellung oder eine Bestellanforderung sehen. Also die Bedarfsbestandsliste gibt uns einen Überblick über alle Bedarfe, die im System vorhanden sind. Und je nachdem, über welchen Prozess dann so ein Bedarf befriedigt wird, das sehen wir hier, kann der dazu führen, dass eben ein Fertigungsauftrag erstellt wird, dann landen wir in der Produktion oder eine Bestellanforderung, dann sind wir im Einkaufsprozess. So, und damit sind wir jetzt beim letzten Teilprozess, den wir uns noch anschauen, oder beim letzten Detail, das wir uns noch anschauen in der Komponente Materialwirtschaft, das sind die Bewegungsarten. Wenn Sie sich erinnern, haben Sie mit der Transaktion MIGO Wareneingänge zu einer Bestellung gebucht. Das haben Sie so gemacht, indem Sie hier oben ausgewählt haben, um welchen Prozess es sich handelt, zum Beispiel um einen Wareneingang zu einer Bestellung. Ja, und dann haben Sie Ihre Bestellung ausgewählt. Das Ganze führt dazu, dass hier hinten, das haben Sie wahrscheinlich nicht beachtet, so ein dreistelliges Kürzel gesetzt wird. In unserem Falle 101. Was ist das? Dieses dreistellige Kürzel ist die Bewegungsart und die Bewegungsart verschlüsselt die Art der Material- oder Warenbewegung. Und diese Bewegungsart, die wird verwendet im Materialbeleg. Im Materialbeleg erkennt man dann genau, was passiert ist. So. Wir werden uns in der Rekapitulation der Fallstudie auch nochmal Materialbewege im Detail anschauen.
Hier jetzt nur ganz kurz. Ich suche mir mal einen Materialbeleg heraus. Bestandsführung, Materialbelege, Anzeigen. Ja, man sieht hier in diesem Materialbeleg, hier gibt es auch wieder diese Bewegungsart. Das ist die 101. Bei der 101 handelt es sich um Wareneingang zur Bestellung. Und was hier passiert ist, ob in Wareneingang oder in Warenausgang, erkennt man auch hier an diesem Kürzel. Das ist eben positiv, wenn es sich um einen Wareneingang handelt, und negativ, wenn es sich um einen Abgang handelt. Was jetzt vielleicht aufgefallen ist, ist, dass es hier eine sehr lange Liste von verschiedenen Bewegungsarten gibt. Was verbirgt sich hinter diesen Bewegungsarten? Das habe ich Ihnen nochmal im Miro-Board dargestellt. Das hier finden Sie aber auch genauso in den Folien, die ich im Ilias zur Verfügung stelle. Was erkennt man hier? Ich habe jetzt versucht, die vier großen Blöcke oder die großen Möglichkeiten einer Warenbewegung darzustellen. Das habe ich gemacht, indem wir zum einen hier zwei Werke haben. Wir haben einmal das Werk in Heidelberg und wir haben einmal das Werk in Hamburg. In diesen Werken gibt es Lagerorte. Zum Beispiel hier den Lagerort Trading Goods, und hier in Hamburg haben wir jetzt zwei Lagerorte, TG00 und TG01. Und jetzt gibt es eben vier große Arten der Warenbewegung. Das ist zum einen der Wareneingang. Der ist hier mit einer 1 gekennzeichnet. Der Wareneingang führt dazu, dass von außen Materialien im Werk ankommen. Alle Bewegungsarten, die mit einer 1 beginnen, sind immer im Wareneingang. Der zweite große Block, auf den man direkt kommt, ist Warenausgang. Ja, Warenausgang ist hier dargestellt. Waren verlassen das Werk. Bewegungsart für einen Warenausgang beginnen immer mit einer 2. Und dann gibt es noch zwei Bewegungsarten, die nicht ganz so offensichtlich sind. Das eine ist die Umlagerung. Umlagerung kann auf zwei Arten erfolgen, zum Beispiel zwischen, ja, Lagerorten innerhalb eines Werks, vom Lagerort TG00 in den Lagerort TG01 oder zwischen zwei Werken. Umlagerungen haben die Bewegungsart, die sich mit einer 3 beginnt. So, und der letzte große Block, das sind die Umbuchungen. Die Umbuchungen führen dazu, dass nicht zwangsläufig Material bewegt wird, sondern das sind Umbuchungen von Sonderbestandsarten, zum Beispiel innerhalb eines Lagerorts. Dazu muss ich das Material nicht zwangsläufig bewegen. Was kann das zum Beispiel sein? Es kann eine Umbuchung von einem Sperrbestand in einen frei verwendbaren Bestand sein. Ja, auch das haben Sie schon mal durchgeführt im Rahmen des Praxisfalls in der Komponente Vertrieb. Umbuchungen starten immer mit der 4. Ja, und somit kann man oder können Sie, wenn Sie dieses Bild im Kopf haben, schon erkennen, grob, um was es sich handelt, wenn Sie so eine Bewegungsart sehen. Also 101 muss ein Wareneingang sein. 103 muss auch ein Wareneingang sein. Ja, und jetzt ist eben hier unterschieden: 101 ist Wareneingang zu einer Bestellung und 103 ist Wareneingang zu einer Bestellung in den Wareneingangssperrbestand. So, wenn man sich jetzt diese Bewegungsarten genauer anschaut, dann wird auch klar, warum es so viele unterschiedliche Bewegungsarten gibt. Gucken wir uns als erstes mal den Wareneingang an. Ja, welche Arten von Wareneingang kann es denn geben? Es gibt groß zwei Blöcke. Das eine ist sowas wie ein geplanter Wareneingang, das andere ist ein ungeplanter Wareneingang. Ein geplanter Wareneingang ist ganz klassisch Wareneingang zu einer Bestellung. Aber was kann sowas wie ein ungeplanter Wareneingang sein? Ein ungeplanter Wareneingang kann zum Beispiel eine Retoure sein, die nicht angekündigt wurde, oder ja, eine kostenlose Probe, die Ihnen von einem Lieferanten zur Verfügung gestellt wurde. Das Wichtige ist, jeder Wareneingang erzeugt immer einen Materialbeleg und einen Finanzbuchhaltungsbeleg. Ja, ganz ähnlich sieht es beim Warenausgang aus. Da gibt es auch geplante und ungeplante Warenausgänge. Geplant ist Warenausgang zu einem Kundenauftrag, Warenausgang zu einer Produktion. Ungeplant kann sowas sein wie, ja, verschrotten zum Beispiel, weil ein Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.
Ja, oder einen Warenausgang, um eine Qualitätskontrolle durchzuführen, die dazu vielleicht führt, dass das Material zerstört wird. Auch beim Warenausgang ist es so, dass immer ein Material und immer ein FI-Beleg erzeugt wird. Spannender sind jetzt die beiden anderen Bewegungsarten, wenn es darum geht, welche Arten von Belegen erzeugt werden. Wir haben hier gesehen, dass es eine Umlagerung gibt innerhalb eines Werkes oder über Werke hinweg. Innerhalb eines Werkes ist das zum Beispiel eine Umlagerung von einem Lagerort in einen anderen Lagerort. So eine Umlagerung führt dazu, dass nur ein Materialbeleg erzeugt wird, der die Warenbewegung dokumentiert. Es wird aber kein FI-Beleg erzeugt, weil sich ja die Bewertung des Materials nicht geändert hat. Haben wir allerdings eine Umlagerung zwischen zwei Werken innerhalb eines Buchungskreises, also wie hier dargestellt von dem Werk Heidelberg in das Werk Hamburg, dann wird sowohl ein Materialbeleg erzeugt als auch ein FI-Beleg. Und dann gibt es hier noch eine Variante, das ist nämlich die, dass die Werke sich in unterschiedlichen Buchungskreisen befinden. Also wenn ich zum Beispiel von dem Werk in Heidelberg in ein Werk in Seattle umlagern würde, dann wird nicht nur der Materialbeleg erzeugt, sondern sogar zwei FI-Belege. Was ist der Grund dafür? Die Werke befinden sich in unterschiedlichen Buchungskreisen. Auf der Ebene der Buchungskreise habe ich eine abgeschlossene Buchhaltung. Deshalb brauche ich zwei FI-Belege, um das zu dokumentieren. Ja, das Letzte, was wir da noch haben, sind die Umbuchungen. Die führen dazu, dass sich eine Bestandsart ändert, zum Beispiel vom Sperrbestand in frei verwendbar oder in Qualitätsprüfbestand oder wie auch immer. Da diese Umbuchungen auch nicht zwangsläufig zu einer Warenbewegung führen und auch ja, innerhalb eines Lagerortes stattfinden, werden die rein durch einen Materialbeleg dokumentiert. In diesem Fall wird kein FI-Beleg erzeugt. Das waren die Details zur Komponente Materialwirtschaft, die ich Ihnen zeigen wollte. Im Rahmen der Rekapitulation der Fallstudie Materialwirtschaft werde ich auf diese Details auch nochmal eingehen, insbesondere im Kontext der Belege, die Sie im Rahmen der Fallstudie erzeugt haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.